Hey, hier ist Luis von den Bayer Giants. Super, super starke erste Halbzeit. 1-0, macht weiter so. Wir genießen jetzt gerade noch unsere Currywurst und sehen uns gleich wieder draußen. Gerade ist es 1-1 gefallen und alles ist leise. Ich gönne mir jetzt hier mal ein Eis und hoffe noch auf ein weiteres Tor von Bayern. Go! 20 Minuten später. 4-2, einfach grandios gespielt. Respekt, Respekt, geiles Teamplay. Morgen, heute ist Game Day und da wir keinen Shootaround haben, werde ich jetzt noch eine kleine Runde laufen gehen, danach mich kalt duschen, um wach zu werden. Let's go. Und so eine Motivation am besten umzusetzen, hau ich mir den Get Shit Done Hoodie von Brian Effect an. Wenn ihr mich hier mit rumlaufen seht, wisst ihr Bescheid. Alter, schnell die Shorts an. Das sind immer nur so 2-3 Kilometer. Das heißt, ich kann alles. Ich brauche jetzt einen Schlüssel. Das Handy nehme ich mit. Laufschuhe an und let's go. Schönes Wetter in Leverkusen. Ich hoffe mal bis hier. Ich stretch mich hier. Und dann laufe ich hier zurück. So, also zur Pre-Game-Routine gehört sich morgens bewegen. Entweder durch den Shootaround oder wir spielen jetzt in Trier. Das heißt, wir haben keinen Shootaround, weil wir schon 17 Uhr spielen. Das heißt, ich gehe selbst laufen, um einfach meinen Körper mal in meinen Kreislauf in den Schwung zu bekommen, mich mal durchzudehnen. Da fühlt man sich deutlich, deutlich besser. Vielleicht noch eine schöne kalte Dusche und dann ist man richtig vital und wach für den ganzen Tag. Und das ist das Wichtigste, man wach sein, bewusst sein, ready sein fürs Spiel. Ja, das ist meine Pre-Game-Routine. Und guck mal, gerade habe ich einfach nur einen Schreckschuss. Schätze ich mal, eine Schreckschussmunition. Crazy Leverkusen, crazy. Ach und übrigens, dieses Bayerwerk, ne, was ihr hinten seht. Bayer hat mich gefragt, ob ich mit denen, eine Kooperation mache. Das heißt, einfach mal Spieler, Basketballspieler, die auch sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, wie ich, zu interviewen, beziehungsweise ich darf sie interviewen und mal ein paar kritische Fragen stellen. Da freue ich mich schon drauf. Mal gucken, was das so geben wird, werde ich das ganze Gespräch, die kritischen Fragen an meinen Arbeitgeber, werde ich auf YouTube hochladen. Seid doch mal gespannt. Mal gucken, was da noch weiter rauskommt. Scheiße, mir ist Handy runtergefallen. So, frisch geduscht. Aus der Dusche. Jetzt ziehe ich mir nochmal hier so ein Daily Five rein. Also ich glaube, das sind diese Bio-Instant-Smoothies, um ein bisschen die Carbs aufzufüllen, Vitamine natürlich aufzufüllen. Und danach noch ein Proteinshake für die Proteine. Und dann gibt es was Gescheites zu essen gleich. Dennis hat netterweise fürs ganze Team einen Bus bestellt. Und natürlich müssen wir alle selbst bezahlen. Danke nochmal, Dennis. Und dann geht's nach Trier. Nur 3 Stunden Fahrt, 17 Uhr Game. Wahrscheinlich sehen wir uns nach einer B-Roll, nach dem Spiel aus Trier. Peace. About his style. Are you guys ready to play for 50 hours? So, wir zocken jetzt ohne Garten.
Herzlich willkommen in der Trier-Arena. Wir starten eigentlich gar nicht schlecht ins Spiel und führen sofort am Anfang mit 10 Punkten. Und dann zweites Viertel war ich Katastrophe, habe wirklich alles daneben geballert. Ich zeige euch hier nochmal ein paar Misses von mir, die einfach wirklich auch katastrophal waren. Ja, manchmal hat man auch wirklich so richtig schlechte Szenen, wo man einfach wirklich schlechte Entscheidungen macht. Und ja, das waren echt katastrophale 2 Minuten von mir. Aber ist halt so. Drittes Viertel lief schon viel, viel besser. Als ich drauf war, haben wir uns mit 19 Punkten abgesetzt vor dem vierten Viertel. Dann viertes Viertel waren wir sogar 8 Minuten Verschuss, 20 Punkte vorne und dann kippt das Spiel. Die Fans kommen rein, richtig, richtig gute Stimmung und auf einmal ja, wird es am Ende richtig eng. Am Ende werfe ich nochmal, kommt 2 Minuten 30 vorm Spiel rein, werfe nochmal einen Dreier rein, aber es hat nicht mehr gereicht. Tough, tough, tough. Zu Ende drittes Viertel mit 19 Punkten vorne und verkacken das am Ende einfach noch. So ein Wahnsinn. Dann kamen die Fans hier rein, Trier Fans sind richtig krass und auf einmal wurde es eng, wurde richtig, richtig eng. Und dann verkacken wir es am Ende noch, schießen am Ende noch einen wichtigen Dreier rein. Haben dann nochmal eine Chance auf den Sieg, aber einfach schlecht. Richtig, richtig unnötig schlecht. Das war's. Das war mein Gameday-Vlog. Wir spielen jetzt noch eine Runde Karten auf dem Rückweg. Und ja, jetzt geht's nach Hause. Mach's gut.